ich bin mal wieder auf Toilette. Sitting on toilet. Sitting on toilet. Also jetzt ehrlich, du mal was von Privatsphäre gehört, haut ab. Oder wollt ihr das mit dabei die ganze Zeit in die Augen gucken? Es tut mir so leid. Aber ihr habt angefangen. Ich habe euch nicht gefragt, hier zu sein. Leute, wir sind heute mal wieder zurück bei Toilet Chronicles. Wir haben das Spiel eigentlich soweit gelöst und die meisten Enden freigeschaltet. Aber das letzte Mal standen wir am Ende vor einer neuen Tür. Eine Tür, für die wir verdammt nochmal den Code nicht hatten. Und heute werden wir durch die Tür durchkommen. Ich weiß nämlich wie. Für die Leute, die Toilet Chronicles nicht kennen. Es ist ein Spiel, in dem man 2008 auf einer Party ist und auf Toilette musste. Aber plötzlich ist man dort eingesperrt mit einem fremden Typen und einem Tentakel. Ja, das ist wirklich ein Spiel. Und in dem Spiel gibt es halt verschiedene Enden. Zum Beispiel, wenn wir das Ding hier berühren, haben wir Ending 1 von 12. Ihr habt's verstanden. Habt ihr das gesehen? Gerade als der Loading stand, war da eine gelbe 6. Schreiben wir uns auf. Das ist nämlich eine Ziffer, die wir brauchen, um den Code freizuschalten. Wir haben hier auch noch eine lila 5. Nehmen wir mit. Und die restlichen Zahlen müssen wir noch finden. Ich weiß noch genau von einer Zahl, wo man sie findet. Und das war's dann auch schon. Oh, ich habe immer noch kein Popo. Das sollten sie mal patchen. Drücke C zum Weinen. So habe ich mich eben beim Haufen gefühlt. Hey, mein Freund, hast du vielleicht ein bisschen Toilettenpapier? Weil der Kack ist hier leer. Natürlich habe ich ein bisschen Toilettenpapier für dich. Kein Problem. Immer wieder gerne. Psst. Verlass die Toilette nicht. Rate mal, was wir genau jetzt tun werden. Das ist mir so egal. Keiner gibt mir Anweisungen auf der verdammten Toilette. Sorge dafür, dass er die Toilette verlässt. Na, ist nicht mein Ziel. Und wir haben die Uhr. Die brauchen wir für die nächste Zahl. Also die nächste Zahl, die ich kenne. Knock, knock, knock. Es sieht so aus, als wäre jemand da. Gib mir das Bild. Perfekt. Und das müssen wir jetzt nass machen. Fall ins Waschbecken. Und release das komplette Bild. So. Wir sollen hier auf den Vorsprung gehen und diese Notiz hier holen. Day watching. Jetzt erscheint der Fotoapparat. Oh, stimmt. Auf dem Foto war ja auch noch eine Zahl. Die blaue 2. Die müssen wir uns auf jeden Fall merken. Jetzt schließen wir uns erstmal auf der Toilette ein, damit wir nicht vom Oktopus getötet werden. In der Zeit schreibe ich mir auf blau 2. Alter, wir sind voll gut dabei. Und das war nicht mal die Zahl, die ich meinte, die ich kenne. Komm schon. Ventilator öffnet sich. So, töte ihn. Das werden wir natürlich nicht machen. Wir klopfen ihm an die Tür, damit er seine Hand rausstreckt. Und dann geben wir ihm die Granate, aber wir ziehen den Stift nicht. Das heißt, er explodiert nicht. Wir sind ein sehr, sehr netter Mitbürger. Hier, nimm die Granate. Ist das, was ich denke, was es ist? Ist eine Granate, kann man doch kaum übersehen, oder? Hey, versuch die Wand hochzujagen. Übrigens, ziemlich fahrlässig von dir. Ich habe dir die verdammte Granate in die Hand gegeben und du wirfst sie einfach über die Toilettentür. Du bist krank und ich will, dass du es weißt. Eigentlich müsste hier doch noch eine Notiz liegen. Die Notiz, wo steht... Übrigens, das Kabel wurde jetzt hier repariert. Die Notiz, wo steht, dass wir nur so tun sollen, als ob wir die Wand hochjagen. Aber die Notiz ist nicht hier. Das ist weird. Wir machen es trotzdem. Wir jagen die Wand hoch. Let's go! Oh, die Notiz ist jetzt erst... Ich glaube, der Oktopus kommt. Ich hab's ticken hören. Ist alles cool soweit? Nein! Ich bin so doof! No! Wieso kommst du genau jetzt? Oh Gott, ich laufe einfach meinen Tod rein. Da kann ich ja nichts gegen tun. Bruh. Und ich sag sogar noch, ich hab's ticken gehört. Verdammt, wieso bleibe ich nicht einfach in der Kacktoilette drinne? Wortwörtlich. Weil ich kacke da drinne. Okay, Ende 6 von 12. Hatten wir schon tausendmal. Wir wurden schon tausendmal hier erwischt. Das Loading-Zeichen hatte die 6, okay. Hier gehen wir direkt rein und... Schnitt. Komm schon, Sesam, öffne dich. Okay. Wir tun so, als ob da ein Loch in der Wand wäre. Tu so, als wäre da ein Loch in der Wand und betrete die Leere. Übrigens, ich sehe meine Hand im Spiegel. Spooky. Okay, und jetzt können wir hier durchlaufen. In Chapter Nummer 3. Wenn wir auf die Banane drauftreten, sterben wir. Und da ist der Code, den wir brauchen. Mit der Axt können wir diese Toilettentür hier kaputt machen. Aber der Gnom, der hier drinnen steht, tötet einen nur. Deswegen tun wir es einfach mal nicht. Und nehmen die Uhr hier. Die brauchen wir nämlich für die Frauentoilette. Sah das letzte Mal genauso aus? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sehen wir hier auf dem Boden schon eine kaputte Uhr. Und mit dieser kaputten Uhr können wir leider nichts anfangen. Aber wir haben noch die heile Uhr aus der Männertoilette. Und damit können wir hier durch die ganzen Zeichnungen durchgucken, wenn wir die mal richtig rumdrehen. Und sehen die rote 8.
Und das ist die letzte Zahl, die ich kenne. Also wir haben bisher 4 Zahlen. Und wie viele gibt es? Es gibt 6. Mist! Oh, warte mal. Die 9 auf dem Schädel. Auf der Frauentoilette. Aber ich muss ganz schnell in die Umkleide. Ich hab's ticken hören. So, wir verstecken uns. Grün. 9. Und die letzte Zahl können wir einfach raten. Mir ist egal, wo die ist. Kann ich jetzt rausgehen? Oder ist es noch unsicher? Ich muss ein... Das ist so ein Scam, ne? Das regt mich doch auf. Der Tentakel wartet, bis ich aus der Toilette rausgehe. Ich habe keine Zeit für mich auf der scheiß Toilette. Aber jetzt sehen wir das Loading nochmal. War die 6 davon gelb oder orange? Wir skippen. Ich würde eher sagen, dass es gelb war, oder? Was habe ich getan? Stop. Womit soll ich aufhören? Er hört sich sauer an. Wenn ich nur das Toilettenpapier an ihn bumpe. Stop. Oh, er wird... Ende 9. Du hast deinen Nachbarn angepisst. Oh, das Ende kannte ich noch gar nicht. Schön zu wissen, dass das auch geht. Ey, wir haben das Spiel bald komplett durchgespielt. So, und jetzt haben wir eigentlich genug Ziffern rausgefunden. Die Rot ist die 8. Und was haben wir... was ist das? Check. Was? Habe ich es falsch gemacht oder ist es okay so? Ich bin mir nicht... Die Tür ist offen. Ich nehme das Feld mal mit. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, wir brauchen das eventuell noch. Jetzt nicht. Nee, ich lasse es hier. Das wird mich nur nerven. Wo? Was? Hallo? Chapter 5, Party Break. Oh mein Gott, wir sind zurück auf der Party angekommen. And that's all. Und das war's. You're back at the party. Du bist zurück bei der Party. Alles gut bei den Menschen hier? Keiner bewegt sich wirklich. Bist du enttäuscht? Es tut mir leid, wenn du nicht alle Antworten bekommen hast. Aber hat es Spaß gemacht? Ja, es hat Spaß gemacht. Oh, and I think I owe you one more ending. Ich denke, ich schulde dir noch ein Ende. Hier. Ending 11 von 12. Du bist zurück bei der Party. War es alles ein Traum? Und wir sind wieder hier gespawnt? You can walk around if you want. Du kannst rumlaufen. Press Q when you're bored. Und wenn du langweilig ist, dann drückst du Q. Aber wenn wir Q drücken, dann verlassen wir das Spiel. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Hey guys, I'm planking. Macht er wirklich sogar? Oh, die einzelnen Leute sagen was. Nicht alle? Just press Q when you're bored. Der Typ ist verrückt, der plankt. Ja, das ist der verrückteste Kack, den ich jemals gesehen habe. Okay, die haben nichts Interessantes zu sagen. Kann ich einfach wieder zurücklaufen? Nein, das war's. Weiter komme ich leider nicht. Just press Q when you're bored. Okay, ich tu's. Der End. Leute, wir haben das Spiel durchgespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle Enden hatten. Ich denke schon. Aber sicher bin ich mir nicht. Leute, wie fandet ihr das Spiel? Ich fand, es war Hammer gemacht. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. End of Part 1. Das heißt, es wird noch ein Part 2 geben. Geil. Ich bin excited. Was soll ich euch sagen? Leute, und damit beende ich jetzt hier erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Baby.